Als nächstes am Wort Aygül Berivan Aslan von den Grünen. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, ja, Kriege und despotische Kriegsbetreiber haben leider die Zukunft der Kinder und Frauen einfach gestohlen. Und wenn wir uns die Politikerinnenlandschaft auch ansehen, merken wir einfach, dass manche sich für den Krieg überhaupt nicht interessieren. Aber ob wir das wollen oder nicht wollen, der Krieg interessiert sich schon für uns. Und es wird auch gern behauptet natürlich, dass immer wieder gesagt wird, wir zahlen im Moment den hohen Preis der unter Anführungszeichen der Flüchtlingskrise. Nein, also wir zahlen heute den hohen Preis mancher Politikerinnen und mancher Politiker, die einfach eine Wegschaupolitik betrieben haben, die eine Abschottungspolitik betrieben haben und die im Moment so tun, als stehen die Flüchtlinge sozusagen heute vor der Tür und gestern ist der Krieg irgendwie ausgebrochen. Und damit durch diese erbarmungslose Wegschau- und Abschottungspolitik hat man es natürlich so weit gebracht, dass man heute einfach bewusst Frauen und Kinder zu den größten Verliererinnen und Verlierer der Kriege auch immer wieder gemacht hat. Und dazu, ich brauche nicht einmal so weit weg in die Menschheitsgeschichte gehen, sondern wir brauchen uns wirklich nur die letzten zwei aktuellen Fälle bezüglich der Frauen und Kindern in den Kriegsgebieten anschauen. Eins von denen sind die Boko Haram-Fälle, wo viele etliche und tausende Mädchen einfach entführt worden sind und verkauft worden sind, einfach von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen worden sind, wo man dann nach einem Jahr gesagt hat, sorry, wir können die Mädchen nicht mehr finden, die sind schon verkauft, die haben schon Kinder und es ist alles zu spät und wir können halt für diese Mädchen quasi nichts machen. Und den gleichen Fehler haben wir einfach auch bei den jesidischen und bei den christlichen Frauen gemacht, die von IS entführt worden sind. Da hat auch die internationale Gemeinschaft einfach diese Frauen und Mädchen im Stich gelassen. Man hat wirklich null Bemühungen diesbezüglich gemacht. Man hat dann irgendwann einmal später dann einen Massengrab von diesen Frauen gefunden, wo alles schon zu spät war. Und heute stellt man quasi, versucht man die Verantwortung dieser ganzen Elend sozusagen auf unter Anführungszeichen der Willkommenskultur zu schieben. Nein. Ihr seid die Verantwortlichen, vor allem diejenigen sind verantwortlich heute für diesen Elend, wo zigtausende von Frauen und Mädchen heute verschleppt worden sind, versklavt worden sind und vergewaltigt worden sind. Weil hätte die internationale Gemeinschaft viel früher reagiert, dann wären heute noch Tausende von Mädchen und Frauen am Leben und wären wahrscheinlich auch deren Familien. Und wie die Kollegin Wurm auch vorhin das Thema mit den Frauen in den Friedensprozess angesprochen hat, ich finde das wirklich sehr wichtig. Weil ohne Frauen bricht der Frieden zusammen. Das müssen wir so akzeptieren. Und ohne Frauen werden wir auch keine effektive Friedensperspektiven und keine effektiven Friedenspolitik noch machen können. Die Frauen sind einfach die Architektinnen der Demokratie und der Gerechtigkeit. Und aus diesem Grund ist es gerade wichtig, auf dem Bereich gemeinsam zu handeln, überparteilich zu handeln, so wie es wir heute gemacht haben, alle Frauensprecherinnen unter sich. Und nur eine starke Frauensolidarität, nur ein gemeinsames Handeln kann eben wirklich auch ein Garant für Menschenrechte und Frauenrechte sein. Danke. Frauen und Kinder seien immer noch die größten Verlierer in Kriegsgebieten, so Aygül Berivan Aslan, Frauensprecherin der Grünen. Die internationale Gemeinschaft hätte viel früher reagieren müssen.